Jo, hallo! Moderne Physiker stellen das bisherige Weltbild auf den Kopf. So gilt es als wahrscheinlich, dass seit dem Urknall vor 13,7 Milliarden Jahren große Teile des Kosmos miteinander verschränkt sind und auf subtile Weise miteinander kommunizieren. Es kommen immer mehr Physiker mittlerweile zu dem Schluss, dass menschliches Bewusstsein auch außerhalb des Körpers möglich ist und den Tod überwinden könnte. Die Thesen der Wissenschaftler stützen sich auf das sogenannte Verschränkungsprinzip, das zum bizarrsten gehört, was die moderne Quantenphysik zu bieten hat. Es besagt, dass zwei Teilchen A und B, die einmal zusammengehörten, nach der Trennung wie durch Spuk miteinander verbunden bleiben und mit unendlicher hoher Geschwindigkeit Informationen austauschen, selbst wenn der Zeitpunkt der Trennung weit in der Vergangenheit liegt oder die Teilchen mittlerweile Lichtjahre voneinander getrennt sind. Dies gilt vielleicht auch für unsere Gedanken, da auch die Vorgänge im menschlichen Gehirn wahrscheinlich der Quantenphysik gehorchen. Bereits Albert Einstein ist auf das Verschränkungsprinzip gestoßen, hat es aber als spukhafte Fernwirkung später zu den Akten gelegt. Und so könntest du die Kraft der Gedanken nutzen, um jemanden zu beeinflussen oder der gewünschten Person eine Nachricht zukommen zu lassen. Das Ganze ist einfach und schnell erledigt. Schreibe das, was du durch deine Gedanken mitteilen oder erreichen willst, auf ein Blatt Papier, lese es mehrmals durch und lege es vor dich hin. Dann setz dich hin und schau immer auf das Blatt. Dabei stellst du dir die betreffende Person lebhaft in Gedanken vor, visualisiere sie, und zwar mit der Absicht, dass, was auf dem Blatt Papier steht, auf die Person wirken möge. Die Dauer dieser Technik sollte etwa 10 Minuten sein, in welche du immer deine Aufmerksamkeit der Vorstellung dieser Person widmen musst. Es ist vom Vorteil, wenn du diese Person schon einmal gesehen hast, sie kennst oder ihr eine gute Verbindung zueinander habt. So, das war's auch schon. Probier es aus. Klappt es nicht beim ersten Mal, einfach mit den Gedanken voll und ganz auf diese Person fokussieren und am Ball bleiben. Das Ganze kommt nicht von mir, aber laut Physikern sollte sowas tatsächlich möglich sein. Hat sowas schon mal bei dir funktioniert? Dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und sage wie immer bis zum nächsten Video. Okay.